Wir haben nichts mehr zu verlieren. In einer anderen Welt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Vergangenes Wochenende war es soweit gewesen. Evoke 2015, die 18. Evoke am Stück und für mich die erste Messe in Anführungszeichen, der ich beiwohnen durfte. Steffen hatte da vor 2 Jahren einen Vortrag halten dürfen und hat deshalb Kontakt zu den Leuten gehabt und hat gefragt, ob wir da mal einen Stand aufbauen können. Und das haben wir dann getan. Da es das allererste Mal gewesen ist, dass ich so komplett in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich das vorher auch nicht an die große Glocke gehängt, um das mal ein bisschen zu testen, wie es so ist, wenn man unbekannt ist. Hat ganz gut funktioniert. Thomas Altalk ließ uns einen Original-Schulmädchen-Motor zukommen. Den hat er extra noch für uns zusammengebaut. Und damit ging es meistens los. Das war die Hauptattraktion, das, was alle Leute angezogen hat. Ja, und wenn man da dann angefangen hat mit Erklären, ist man dann auf die RE-MF-Charger-Technik gekommen, praktisch die Technik ohne die drehenden Teile. Und dann weiter, solange sie noch aufnahmefähig gewesen sind, die Leute weiter zu den Alouen-Batterien und den Superkondensatoren. Das war die Hauptaufgabe dort an dem Stand. Den meisten Erwachsenen, denen ich das da erklärt habe, die haben sich das interessiert angehört. Viele haben dann gesagt, oh, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten und ich komme später wieder. Die kamen dann auch später wieder und dann konnte ich den nächsten Teil der Erklärung praktisch liefern. Aber dann. Aber dann standen sie auf einmal vor dem Schulmädchenmotor. Und sie fragten. Und ich antwortete und sie fragten noch mehr und ich versuchte noch mehr zu antworten und sie ließen absolut nicht locker. Sie wollten alles im Detail wissen und das hat mich ganz schön zum Schwitzen gebracht und dann wollten die auch noch so ein Ding basteln. Ich hatte mehrere Teile zum Basteln mitgebracht, also RE-MF-Charger zum Basteln und komischerweise ausschließlich nicht mit allem gerechnet hätte, aber damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Doch das war ein sehr, 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 sehr wichtiger Test für mich gewesen, weil, ja, wenn man es so jungen Wesen erklären kann, die noch so nah an der eigentlichen Wahrheit dran sind und die immer noch interessiert sind, tja,